Hallo zum neuen Video. Schaut mal, was es jetzt auch in Pink gibt. Einen Akkubohrschrauber, den allseits bekannten PBSA 12D4 von Parkside. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, darfst du jetzt nicht abschalten. Ja, ihr kennt den Akkuschrauber hier schon mit dem abnehmbaren Bohrfutter. Hatte ich hier schon in anderen Versionen auch vorgestellt. Nun gibt es den auch in der Limited Edition in Pink. Nicht verzagen, die pinken Geräte sind komischerweise immer sehr, sehr, sehr schnell vergriffen. Das ist auch bei anderen Marken in der Regel so. Also die erfreuen sich einem regen Absatz. Also wenn ihr den nicht bekommt, ist vielleicht auch die normale Farbe etwas für euch. Ich werde euch auf jeden Fall alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich verlinke euch auch die Videos dazu dem Gerät in der normalen Farbe. Was kann das Gerät? Wir haben ein maximales Drehmoment von 28 Newtonmetern. Ihr seht hier, Akku und Ladegerät kommt hier gleich mit dazu. Das Ladegerät schafft es, den Akku innerhalb von einer Stunde ungefähr wieder aufzuladen. Wir haben einen 2 Ampere-Stunden-Akku aus dem X12-Volt-Team hier mit dabei. Selbst der ist jetzt hier in Pink auch abgesetzt. Also wenn ihr das Stil echt bleiben wollt, dann müsst ihr den natürlich dann auch in Pink nachordern. Mal gucken, ob ich den finde, dann verlinke ich euch den natürlich auch. Im ersten Gang erzielt der Akkuschrauber eine Drehzahl von 0 bis 350 Umdrehungen pro Minute und im zweiten Gang 0 bis 1300 Umdrehungen pro Minute. Die Drehmomentstufen sind hier in 19 plus eine Bohrstufe abgestuft. Der Spannbereich des Bohrfutters liegt hier von 0,8 bis 10 mm. Also wenn ihr einen 13 mm Bohrer, Rundschaftbohrer da einspannen wollt, dann funktioniert das nicht. Die maximalen Bohrdurchmesser sind angegeben mit 25 mm in Holz und 8 mm in Stahl. Das ganze Gerät wiegt etwa 1 Kilo. Jetzt packen wir das Ganze mal aus, gucken wir es uns mal genauer an. Vor allen Dingen, was die Farbgebung hier verspricht, kommt natürlich hier im allseits bekannten Parkside-Koffer. Wer meine Videos hier länger verfolgt, der weiß, dass es jetzt auch unterschiedliche Koffer gibt. Gibt es ja auch mit dem grünen Henkel. Manchmal vergisst Parkside das offenbar bei den Maschinen. Hier haben wir es jetzt aber stilecht mit dem pinken Griff auch. An den Seiten jeweils ein kleiner Aufkleber mit dran, was sich hier im Regal verbirgt. Wenn ihr die einfach so im Regal stehen habt, dann ist es natürlich hilfreich. Dann braucht ihr nicht den ganzen Koffer rausbuckeln und dann seht ihr gleich, was drin ist. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir das aufmachen. Hier ist ein richtiges Buch mit bei. Nein, zwei Bücher sind hier sogar mit bei. Einmal für den Schrauber selbst und einmal für das Ladegerät und den Akku. Das Gerät wird von Grizzly Tools produziert. Die sind auch euer Ansprechpartner. Wenn in den 3 Jahren irgendwas kaputt gehen sollte, könnt ihr es natürlich auch direkt im Shop von Lidl dann reklamieren. Mal gucken wir mal, dass wir das wieder reinkriegen. Schön ist, dass das hier ein extra Fach hat hier im Deckel, dann kann das nicht wegkommen. Ich empfehle euch dennoch, ihr könnt mal auf lidl-service.com gehen. Hier steht es auch nochmal drauf auf diesen Anleitungen. Da könnt ihr euch die Anleitung dann auch in digitaler Form runterziehen. Falls da mal irgendwie Dreck drauf kommt oder die verloren geht, dann könnt ihr die auf einer externen Festplatte oder sowas dann auch zwischenspeichern. Ladegerät ist hier mit dabei. Das ist das altbekannte Ladegerät. Wie gesagt, in einer Stunde lädt es den Akku wieder auf. Und wir können das Ladegerät hier sogar auch an die Wand bringen. Das heißt, hier ist eine Schablone mit bei, womit wir die Bohrabstände dann messen können. Und über diese kleinen Nasen hier können wir das ganze Gerät dann auch an die Wand hängen. Das ist bei vielen wirklich sehr, sehr hilfreich. Ansonsten findet das Ladegerät natürlich hier auch in diesem Köfferchen Platz. Wir können hier auch noch einen zweiten Akku mit reinpacken, wenn uns das Kabel hier nicht weiter stört. Aber hier ist extra noch eine Mulde vorgesehen, wo auch ein zweiter Akku dann auch Platz findet. Nehmen wir das Gerät mal raus. Das Gerät selbst hat sich ja zu den Vorgängerversionen eigentlich nicht geändert. Das ist jetzt nur in der Farbgebung etwas anders. Wir haben hier den Gashebel, der ist hier vorne an der Vorderseite, auch wenn man das hier nicht so richtig sieht, ein bisschen gummiert. Der ganze Griff ist selbst auch gummiert und die Auflagefläche, alles was mit Hand in Kontakt kommt, ist hier eigentlich gummiert. Ihr seht schon die Farbgebung, die ist wirklich stylisch und gelungen. Die ist jetzt nicht zu doll auftragend, aber dennoch als Statement hier zu verstehen. Der Akku hier auch in der gleichen Farbe. Um den Ladezustand des Akkus hier kontrollieren zu können, müssen wir das Gerät hier
hier ganz kurz mal anstupsen, dann seht ihr hier eine Dreifach-LED, die uns dann den Ladezustand des Akkus verrät. Wir haben an der Front hier auch noch eine kleine Arbeits-LED mit dran, die den Arbeitsbereich dann beleuchtet. Ihr seht, das funktioniert auch. Die hat allerdings keine Nachleuchtfunktion. Bei vielen Geräten gibt es das ja heute schon in Nachleuchtfunktion. Das ist unter Umständen dann mal ganz praktisch, wenn ihr in irgendeinem Schrank hantiert oder sowas und euch dann noch rausbuckeln wollt, dann leuchtet die noch ein bisschen nach. Oder wenn man dann eben vorher nochmal, bevor man schraubt, irgendwie das Loch oder irgendwie eine Markierung finden möchte, dann ist das ganz hilfreich. Dann tippt man einmal kurz an, die LED leuchtet nach, man zielt und dann gibt man Gas und erledigt dann die Arbeit. Ja, was hier schön ist bei diesem Gerät ist, dass wir hier Abstandshalter haben. So kann das Gerät auf Schrägen nicht so schnell wegrutschen. Zum anderen ist es auch so, dass unser Gehäuse dann dadurch natürlich ein bisschen mehr geschützt ist. Wenn wir hier direkt auf das Gehäuse ablegen würden, wäre das so, dass das Gehäuse sich natürlich dann schnell verabschiedet und dann nicht mehr so ansehnlich ist oder sogar bricht etc., wenn das Gerät mal hinfällt. Also diese Abstandshalterung, die sind hier schon recht sinnig. An der Oberseite haben wir hier die Gangverstellung. Ihr seht das. Auch ganz wie gehabt, ist auch sehr, sehr leicht zu verstellen, muss ich sagen. Was wir noch haben, ist hier einen Rechts-Links-Lauf. Den können wir über diesen Taster hier, der beidseitig hier erreichbar ist, einstellen. Wenn wir den Taster in der Mitte lassen, haben wir hier eine Auslösesicherung. Und wir müssen dann erst wieder eine Richtung vorwählen. Dann haben wir hier unsere Drehmomentverstellung, ab wann das Drehmoment dann eben hier aushakt. Wie gesagt, 19 Stufen plus eine Bohrstufe. Das Bohrfutter hier als Schnellspannbohrfutter, komplett aus Metall. Auch wenn das hier so aussieht wie Plastik, hat euch die maximalen Bohrdurchmesser hier schon durchgegeben. Das kennt ihr auch. Und ihr seht schon, wenn ich das jetzt mal laufen lasse, ich mache mal zu. Das läuft wirklich rund, das wackelt auch nicht. Das ist super gemacht. Das hatten wir hier schon mit vielen Geräten wesentlich schlimmer. Hier könnt ihr noch einen kleinen Bit und auf der anderen Seite auch noch einen kleinen Bit einhaken. Das ist magnetisch. Hier kann ich euch aber nicht empfehlen, weil wenn das einmal runterfällt oder wenn ihr irgendwie gegenkommt, dann fliegt euch der Bit weg und teilweise sind Bits ja auch recht teuer. So, ich habe mal ein bisschen was aufgebaut, dann können wir mal ein bisschen was schrauben. Ich denke eher, dass Parkside jetzt viele rosane Geräte oder pinke Geräte, was sagt man eigentlich, rosa oder sagt man pink, was sagt ihr dazu? Schreibt mir in die Kommentare. Viele rosane Geräte jetzt auf den Markt bringt. Es gibt auch eine rosane Klebepistole zum Beispiel. Lasst euch da mal überraschen, was da demnächst noch alles kommt. Ich denke mal, mit diesen neuen Farbgebungen möchte Parkside einfach mehr vermitteln, dass man wirklich individuell sich auf verschiedene Zielgruppen dann auch einstellt. Gender Marketing ist ja heute auch ein großes Stichwort. Ich nehme jetzt hier mal die 4x40 Schraube, die Standardschraube des deutschen Heimwerkers und werde die hier mal versenken. Ihr seht, da hat der Schrauber hier kein Problem mit, obwohl ich hier noch gar nicht auf Bohren gestellt habe. Ich bin jetzt im ersten Gang, da hat der Schrauber natürlich sehr viel Kraft. Ihr seht, der versenkt die Schrauben hier problemlos. Ist jetzt natürlich Weichholz, ist jetzt keine Buche. Könnt ihr den sicherlich auch noch weiter versenken. Ja, der zieht die hier bis unten hin rein. Holen wir sie mal wieder raus. So, wir können ja auch mal eine mit etwas mehr Geschwindigkeit reinbringen. Gehen wir mal in den zweiten Gang. Jetzt machen wir noch eine an. So. Jetzt habe ich natürlich hier Bohrstufe gesagt. Da habe ich jetzt was gesagt. Ich ziehe jetzt hier mit der Bohrstufe, ziehe ich hier Schrauben an. Das darf man ja eigentlich gar nicht. Ist ja völlig verboten. Ich mache es trotzdem. Manch einer von euch macht es sicherlich auch. Eigentlich soll man ja immer irgendwelche Drehmomente dann vorwählen, damit der Schrauber dann im richtigen Moment dann eben auch abschaltet. Manchmal möchte man das aber so haben, dass man die Schrauben eben ganz tief reinbringt und dann schaltet er eben auf die Bohrstufe. Ist auch nicht schlimm. So, jetzt nehmen wir uns mal einen Forstner Bohrer und dann gucken wir mal, was das Gerät damit kann.
Was ich natürlich auch nochmal ausprobieren kann, ist hier so eine richtige Kavenzschraube hier reinzuzimmern. 6x140 hat die. Gucken wir mal hier, ob wir hier die reinbekommen mit dem Schrauber. Auch absolut problemlos möglich, auch wenn es jetzt der zweite Gang war. Gibt natürlich immer noch größere Schrauben, aber ich denke mal im Heimwerkeralltag, da ist das schon wirklich Maximum. Und wenn ihr das hier mit so einem 12-Volt-Gerät hier hinbekommt, da können sich andere sicherlich eine Scheibe von abschneiden. So, 25 mm sind ja als Maximum hier angegeben bei dem Gerät. Ich werde jetzt hier mal im zweiten Gang auf Bohrstufe mit 45 mm mich mal versuchen. Wir schauen mal, was das Gerät dazu sagt. Also, das funktioniert hier problemlos. Ich gehe jetzt mal in den ersten Gang runter. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Könnt ihr ein bisschen Anfeuerholz hier produzieren oder Anzündspäne für euren Ofen. Ansonsten gibt es hier an dieser Leistung meines Erachtens überhaupt nichts dran auszusetzen. Das hat er hervorragend gemeistert, auch wenn wir hier die absoluten Bohrdurchmesser bei weitem überschritten haben. Maschine hat sich jetzt im ersten Gang ein bisschen gequält, habt ihr gehört. Ein Akku hat auch einen Balken hier verloren, aber ihr seht, was wir hiermit schon geschafft haben. Ich denke mal, die Akkus sind sowieso nicht immer voll aufgeladen. Lasst euch davon nicht verunsichern. Der ist jetzt nicht nach drei Bohrungen leer. Die halten also wesentlich länger. Ich habe das gleiche Gerät hier nochmal in grün. Das ist zwar die D3-Version, aber in grün vorliegen. Und den habe ich, glaube ich, noch niemals aufgeladen. Habe den aber auch schon oft benutzt. Also darüber braucht ihr euch keine Gedanken machen. Was haben wir jetzt hier noch als Besonderheit bei dem Gerät? Das kann ich euch natürlich auch nochmal zeigen. Nehmen jetzt hier mal den Forstner Bohrer raus. Wir können hier das Bohrfutter nochmal komplett abkoppeln. Das geht, indem wir den Ring hier nach vorne ziehen. Dann koppeln wir das Bohrfutter komplett ab. Und zum Vorschein kommt hier eine Sechskantaufnahme. Zum einen könnt ihr damit natürlich gleich Sechskantbohrer einspannen. Mache ich demnächst auch noch ein Video zu. Könnt ihr euch dann auch anschauen. Deswegen den Kanal unbedingt abonnieren. Dann verpasst ihr diese Videos nicht. Jetzt haben wir natürlich eine wesentlich kürzere Bauform und kommen damit natürlich an unzugängliche Stellen noch wesentlich besser ran. Und wir können hier nicht nur Sechskant Bohrer etc. reinstecken, sondern wir können natürlich auch Bits direkt reinstecken und können dann damit natürlich auch direkt schrauben, ohne dass wir hier noch einen extra Bitadapter benötigen. Ja, viel Kraft, viel Technik, viel Know-how hier mit bei. Einige Ideen sind hier mit reingeflossen. Mal in einer anderen Farbgebung. Ansonsten ein sehr handliches Gerät, welches eigentlich in keiner Werkstatt fehlen sollte. Über die Farbe könnt ihr euch ja noch Gedanken machen, ob ihr unbedingt diese Farbe haben möchtet. Viele werden auf diese Farbe tatsächlich schon gewartet haben. Wie ich schon eingangs sagte, sind diese Farben immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Nun weiß ich nicht, ob da vielleicht nur weniger Stückzahlen dann produziert werden. Ganz so viel wie in der normalen Version werden es sicherlich nicht sein. Aber ich weiß, dass solche Geräte mal recht schnell vergriffen sind. So kann es natürlich auch sein, wenn ihr das Video hier schaut, dass ihr dann schon zu spät dran seid. Dann müsst ihr entweder warten, bis das Gerät wieder kommt, oder ihr begnügt euch mit einer anderen Farbe. Ich verlinke euch auf jeden Fall einiges in der Videobeschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Wenn euch das Video hier unterhalten hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich sage bis dahin.